Magnolia. Das muss jetzt immer toll sein. Das ist das, was ab jetzt dazu geht. In Magnolia war sie toll. Aber da enttäuscht. Aber wenn sie jetzt in Hannibal da durch den Wald joggt mit dicken Stempelbeinen. Dicke Stempelbeine. Ja, also sie wirkt kraftvoller, als man den Eindruck hat. Ja. Und es fehlen ganze Figuren. Es fehlt zum Beispiel die lesbische Schwester von Maisel Bircher. Tolle Rolle eigentlich, kommt nicht vor in dem Film. Diese ganzen sardischen Killer, es ist alles dramatisch eingedampft und so weiter. Und man saß eigentlich drin und selbst die Stelle am Schluss, wo Ray Liotta das eigene Gehirn löffelt, es wurde gelacht im Kino. War es nicht gut oder sind wir schon so kaputt? Aber es war interessant, wie es gemacht wurde. Das Buch war gut, naja, spannend. Ja, aber auch nicht so gut wie Schweigen der Lämmer. Was war es, Schweigen der Lämmer? Ja. Ich habe es nie gelesen, habe nur den Film gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber du hast auch nicht gelesen? Ja. Aber du glaubst, es war gut? Ja. Ja, okay.